Hey Leute, der Griver hier und willkommen zur nächsten Runde von Hearts of Iron 4 mit der Kaiserreich Mod. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und bereiten uns darauf vor, dass die anderen Staaten uns so ein bisschen pissy den Krieg erklären. Wir machen erstmal weiter mit denen hier. Sind wir jetzt hier? Ah, ist hier übelst ahead. Flak brauchen wir nicht, das wird gemacht. Oh, wir können mal für den nächsten Tank gehen. Ist auch noch ganz wichtig. So, wir haben die ja hier eingenommen, die netten Ungarn, die uns so ein bisschen auf den Schlips getreten sind, was sie nicht hätten tun sollen. Jetzt haben wir das fertig. Jetzt machen wir hier noch den einen hier, Recovery Industry. Und dann können wir für den richtigen Super-GAU gehen. Wir brauchen aber unbedingt noch mehr Einheiten. Das geht quasi gar nicht. Machen wir jetzt doch, dass die hier bevorzugt werden. Unsere Produktion steigt zum Glück noch pro Tag an. Das heißt, wir machen das alles ein bisschen schneller noch. Aber da fehlt noch einiges leider. So, Firepower ist fertig. Jetzt gehen wir hier auf die Delay-Taktik und ein bisschen mehr Organisation. Das ist auch ganz wichtig. So, obwohl wir hier ein bisschen was eingenommen haben an Ressourcen, fehlt uns immer noch Öl und Gummi. Da kommen wir leider nicht drum rum. Politische Power sieht auch gut aus. Wir müssen aufpassen. Bei 400 ist, glaube ich, ein Cap. Da geht's dann nicht weiter. Aber ich würde hier gerne mal noch eine Truppe an Flugzeugen hinmachen. Oh, dadurch, dass wir den Leuten geholfen haben, haben wir ein bisschen Experience bekommen und ein bisschen Manpower. So, wir schicken die mal dahin. Das ist noch ein Jagdgeschwader. Sagen aber auch, hier sollen mindestens 100 Leute rein. Also 100 Flugzeuge. Und ihr kümmert euch um das hier. Damit die Leute hier auch ein bisschen Flugunterstützung kriegen. So, hier sind wir jetzt schon zu sechst. Das ist doch sehr schön. Das heißt, ein neuer Dings hat angefangen. Eine neue Trainingsaufgabe. Also es wäre schön, wenn wir mindestens so 10, 15 wäre natürlich klasse. Weil die haben hier auch ein paar Einheiten. Ich weiß halt nicht, wie stark die sind. Naja, 6. Unsere sind, glaube ich, zu neunt. Und haben noch ein paar andere Zusatzequipment mit bei. Fehlt sogar ein bisschen, okay. Oh, 4300. Ja. Das fehlt hier an Equipment. Ansonsten, wie sieht es hier mit aus? Wir haben jetzt schon 14 zivile Fabriken. Insgesamt hätten wir eigentlich 31. Natürlich sind unsere Consumer Goods nach oben geschnellt. Ich guck mal, dass wir das hier mal irgendwie. Hier sind es 30, ne? Ja, wir müssen hier ein bisschen mal die Early Mobilization gehen. Average Stability. Wir könnten es zur guten machen. Kostet 150. Machen wir mal. Haben wir immer noch 125 in der Bank. Das müsste eigentlich reichen. Und zack, schon haben wir viel, viel mehr Fabriken. Holy shit. Und jetzt haben wir auch diesen Black Monday-Effekt endlich wegbekommen. Und dann fangen wir jetzt mal an hier mit dieser Military Occupation. Wir sagen also quasi den anderen, ey, alles was an Ungarn hier gehört hat, gehört jetzt auf jeden Fall für immer uns. Dadurch werden die natürlich richtig pissy. Und ich muss gucken, ich muss irgendwie die Einheiten hier noch reinschicken. Zur Not mache ich so, dass ich mit denen hier erstmal das Land einrenne und die bleiben hier einfach nur erstmal zur Sicherung der Grenze und sobald die fertig sind, schicke ich die mit hier rüber und das sollte eigentlich klappen. Jeden Fall haben die schöne Luftunterstützung mit 100 Flugzeugen. Ich
Wenn jetzt hier noch drei Leute stehen, dann haben sie an jedem Grenzding einen People zu stehen. Das würde eigentlich auch reichen. Für den Angriff wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ich habe noch nicht mal geplant, ich dussel. Weil da meckern sie schon rum, die sind eigentlich viel zu wenig Leute. Trotzdem kriegen sie hier einen Angriffsplanungsbonus. So, und die hier sind ziemlich zuversichtlich, dass der Plan funktioniert. Eben auch, weil deren Einheiten auch wieder nicht an der Grenze stehen. Ist auch ein bisschen dusselig von denen, dass die mir überhaupt den Krieg erklären, obwohl sie da überhaupt noch nicht fertig sind. So, und ich werde einfach, selbst wenn jetzt, wenn die mir den Krieg erklären, werde ich einfach die Einheiten hier rausschicken. Man kann die auch jetzt schon deployen, sage ich mal, also setzen. Dann haben die aber extrem wenig Erfahrung und man schickt da so gesehen komplett untrainierte Leute da einfach rein. Die können natürlich überhaupt nicht kämpfen. Was auch immer nervt, sind diese komischen entmilitarisierten Zonen hier mittendrin. Das wird nachher hier bei dem hier richtig nervig. Da muss ich fünf Grenzen aufmachen, um hier meine Leute zu stationieren. Übelst nervig. Und wie gesagt, es kann auch immer passieren, dass mir einfach random jetzt hier der hier unten, zum Beispiel Serbien, den Krieg erklärt. Hatte ich auch schon. Aber wir hoffen mal, dass wir das hier in einem geordneten Verlauf irgendwie hinkriegen. Oh, die haben gegen Polen gekämpft. Oh, das hatte ich auch noch nicht. Polen ist weg. Oh, shit. Oder machen sie es zum Puppet? Nee. Okay, das war in meinem Playthrough nicht. Da hat ich dann Polen eingenommen. Schade. Bisschen weniger Land für mich. So, das militärische Ding ist gleich fertig. Die Einheiten sind zum Glück auch gleich fertig. Ja, dann weiß ich nicht, wie wir mit Deutschland verfahren. Transylvania ist Austria. Oh oh. Das sind die hier. Nicht, dass die mir jetzt doch in den Rücken fallen. Das hat mich auch ein bisschen politische Power gekostet. Eieieiei. Ich brauche auf jeden Fall mehr Einheiten. Müssen auf jeden Fall jetzt noch mehr Leute ausbilden. Cool. Wir kriegen ein bisschen politische Power. Warum nicht? So, wir könnten jetzt mehr politische Power pro Tag kriegen, wenn wir Great Austrian Empire machen. Oder wir machen hier erstmal das Ding hier, weil ich will den zweiten Research, den fünften Research-Slot kriegen. Und wir hoffen mal, dass die mir jetzt hier gleich den Krieg erklären. Von sich aus. Ja. Ist hier ein bisschen was schief gegangen, aber ist okay. Hier, die hier haben mir jetzt den Krieg erklärt und Bohemia hat mir den Krieg erklärt. Perfekt. Wir machen mal wieder auf 3 und sagen hier Angriff. Und dann stürmen wir quasi das Land. Aber du geh mal hier hin. Eieiei. Verdammt, weil wir kurzzeitig im Minus waren, ist unsere Stability runtergegangen. So ein Kack. Aber ist nicht so schlimm. Das kriegen wir wieder hin. So, die rennen quasi einfach nur drüber. So, und die warten hier einfach nur schön. Könnt ihr versuchen, vielleicht schaffen sie es. Ich mache aber hier vorsichtig nach vorne, genau. So, und dann warte ich einfach, bis wir die hier eingenommen haben. Ja, die kommen absolut nicht klar. Kriegen aber wieder so ein paar Militärfabriken dazu. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwelche Ressourcen haben. Ja, ein bisschen Öl und Eisen. Ist aber minimal.
Oh, hier gibt es ja doch noch Polen. Bisschen vom Polen ist noch übrig. So, wir sagen, wir wollen alles haben. Zack, damit haben wir sie erobert. Oder machen wir hier weiter mit denen. Und sagen hier Angriff. Und nicht nach Deutschland. So. Und kannst auch gleich loslegen. Und auch gleich hier volle Pulle. Das ist okay. Na, die haben ja doch ein paar Probleme. Weil, wie gesagt, die sind noch nicht vollkommen fertig hier mit der Ausrüstung. Sind eigentlich viel zu wenig. Aber Verstärkung ist unterwegs. Da sind auch Gebirgsjäger und alles mit bei, also sollte eigentlich klappen. Die kommen jetzt hier rein zur Unterstützung. Theoretisch können wir auch sagen, hier, ihr sollt hier mit hin. Ja. Dann gibt es da auch noch ein bisschen mehr Luftunterstützung und zack, schon wird alles ein bisschen grüner. Die haben jetzt natürlich keinen Planungsbonus, aber es sollte eigentlich auch so klappen. Aber die halten sich schon ein bisschen wackerer hier. Können wir einen mehr machen. Hier machen wir auch ein bisschen aggressiver vorgehen. Stoß die jetzt einfach alle mal zurück. Ja, wenn wir die hier sogar noch einkesseln können, ist noch cooler. Zack. Na komm schon, genau. Jetzt können die hier noch von allen Seiten angegriffen werden. Nice. Ja, und jetzt ist einfach nur noch ein komplett rüberrennen. Deswegen mal, sobald wir Praha haben, müsste das eigentlich gehen. Bohemia ist kapituliert. Wir haben so ein bisschen noch Equipment dazu bekommen. Können wir die hier? Nee, aber jetzt müssten wir die machen können. Jawohl. Besseres Infanteriezeug. Kommt hier kein Dings? Nee? Okay. So, die schicken wir jetzt hier runter. Die sollen quasi die Front hier sichern. Und einfach mal hier die Hälfte vom Land einnehmen. Das müsste eigentlich klappen. Und mit ihm hier müssen wir aber jetzt hier so ein bisschen... ein bisschen aufstocken. Die andere Hälfte müssen wir wieder ein neues Segment machen. Das kommt dann hier hin. Von denen müssen wir wieder die Hälfte nehmen. Eine neue Gruppe machen. Und das kommt dann hier hin. Und dann nehmen wir mal von denen nochmal die Hälfte. Obwohl das ist vorne, ist ganz schön viel. Ja, das ist ja echt nervig. Also hier sind zwei Felder, das müsste eigentlich gehen. Ich doch von hier auch nochmal die Hälfte nehmen. Und von denen auch nochmal die Hälfte. Na, die würde ich so lassen. Jetzt fehlt hier nur noch, eigentlich nur noch zwei Einheiten. Mal von dem hier zwei. Auch eine eigene Armee. Hier hin. So. Ach, jetzt kommt es mit Bohemia. Hab mich schon gewundert. Gehört alles uns.
uns fehlt immer noch Öl und Rubber, aber wir können jetzt hier noch ein paar Sachen neu einteilen. Ist die Frage, will ich mal einen Tank neu machen? Oder Flugzeug ist blöd. Ja, wir können mal Motorized mit reinnehmen. Der Rest gefällt mir eigentlich so, wie es ist. Convoys haben wir auch noch genug. Weil die Motorisierten, die brauchen wir auch. So, und jetzt muss ich mal gucken, habe ich überhaupt... wahrscheinlich habe ich nicht genug. Ich stecke jetzt hier einfach alle mit rein. Die kriegen dann wenigstens auch ein bisschen Erfahrung. Das ist eigentlich gar nicht so bad. Den noch mit rein. Zack. Gehen jetzt hier quasi alles schön in Stellung. Wir geben den einfach auch nochmal einen Angriffsorder. Kann man das machen? Ne, wir machen jetzt erstmal Decryption. Und dann haben wir hier noch diese Support Weapons. Die können wir auch noch verbessern. So. Die sollen bis hier gehen. Hier geht mal bis hier. Ihr versucht hier Galati einzunehmen und ihr versucht die hier einzunehmen. Genau, und ihr hier, ihr versucht bis hier vorzudringen. Zack. Dann versuchen wir da jetzt mal einen Durchstoß zu kriegen. Jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwo... Das nächste ist leider erst hier. Und du gehst mal... Ja, ich würde sagen hier hin. Und unterstützt die hier. So, dann haben wir das auch. Schade, dass die politische Stabilität da runtergegangen ist. Also ein Mist, ey. So, aber die sind hier schön alle am Plan. Perfekt. Die gehen hier rein. Die werden auch noch ein bisschen voller. Boah, kann aber auch passieren, dass uns Polen noch den Krieg erklärt. Da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen. Fortress Poland, okay. Obwohl, jetzt sind sie ein Puppet von Deutschland. Nee. Also ich hoffe nicht. Wenn uns Deutschland angreift, ist das ein ziemlich kurzes Let's Play. Aber wir gucken mal. Mögen die uns dann wenigstens oder? Ja. Battleplan hier. Ob da überhaupt alle Leute durchsehen, wer weiß. Ja, die sollen einfach vorsichtig durchgehen, dann passt das schon. Sollte das eigentlich hinhauen. Luftunterstützung haben sie. Die werden hier noch stärker. Das sollte eigentlich klappen. Wie sieht's hier aus? Eigentlich fehlen nur ein paar Flugzeuge. Ansonsten sind wir eigentlich gut bestückt.
Haben wir jetzt hier noch eine Delay-Taktik dazu? Kriegen wir noch ein bisschen mehr Defense, wenn wir es bräuchten? Vielleicht ganz gut, wenn Deutschland angreifen sollte. Da wäre es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und wir können mal gucken, können wir mit der Division noch irgendwas... Nee, Maintenance brauchen wir nicht. Was ich eigentlich immer noch gern mache, ist hier noch ein paar Mountains hinzufügen. Geht ein bisschen Defense weg, aber dafür Breakthrough Organisation. Und wir können besser kämpfen in Mountain und Hills. Deswegen mache ich das eigentlich immer gern so. Kostet uns, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeugs. Aber das ist nicht so schlimm. So, wir machen auf jeden Fall noch kurz den Research-Slot und dann... Dann sagen wir hier, wir wollen ein Imperium werden. Damit stoßen wir auch alle nochmal so ein bisschen vor den Kopf. Kriegen aber auch ein bisschen mehr Einfluss. So, hier, die haben irgendjemand den Krieg erklärt. Kurdish Uprising, okay. Wie sieht's eigentlich aus? Oh oh. Die scheinen so ein bisschen zu verlieren. Obwohl wir die so ein bisschen unterstützt haben. Schade. Und was passiert hier mit den United States? Oh, hier. Ich glaube, Mexiko ist schon mal ein bisschen weiter nach vorne gedröscht. Was hier halt ganz entscheidend ist dieses Ölvorkommen hier. Das ist richtig krass. Das ist Texas hier. Nord-Texas. Ja, Texas haben sie hier schon eingenommen. Hier sind 300 und dann sind hier nochmal 280. Oh, Autonom Access War. Haben die jetzt hier Deutschland? Achso, ist ein Puppet. Gegen Ägypten. Defensive War. Hm, die kriegen jetzt doch ein bisschen auf den Sack hier, scheinbar. Die kämpfen einmal gegen Kurdistan. Und aber auch einmal, glaube ich, gegen Ägypten. Naja, ihr macht das schon. So, Manpower geht eigentlich noch. Ich würde dann mal doch nochmal... 5 Einheiten trainieren, vielleicht zweimal. Und zwar dann hier oben hin. Dass wir mal eine Grenze zwischen Polen aufbauen, obwohl eigentlich Polen müsste eigentlich... Wie stehen die hier zu uns? Ist okay. Ich habe irgendwie nur ein bisschen Angst. Und später geht es dann hier auch los gegen Italien. Da werden wir uns auch noch ein bisschen ausbreiten. Was mit denen hier passiert, Bosnien, weiß ich gar nicht. Die mögen uns aber richtig. Und die sind auch ein guter Puppet. Okay. Na, die können uns doch hier eigentlich gar nicht leiden, ja. Oh, Reinforcements Rate, okay. Stop Oil Shipments. Haben die hier irgendwas, wo die sagen können, Scheiß auf Österreich? Greater Romania. Claim Transist, bla bla bla, gegen die Ukraine, okay. So, also wir haben jetzt einen Research-Slot dazu bekommen und jetzt sagen wir hier, wir wollen ein australisches Empire werden. Blablabla, Daily, genau, perfekt. Und wir haben noch einen Research-Slot, perfekt. Das bringt nichts. Wir könnten hier ein bisschen Research
Resource Gain machen. Das wäre vielleicht gar nicht so bad. Wir exportieren sogar ganz schön krass. Ist die Frage. Da sind wir noch ahead. Das wird schon gemacht. Können wir ein neues Flugzeug machen? Ne, können wir auch nicht. Aber hier können wir Ground Support verbessern. Machen wir das einfach. Ja, ist mir egal. Ihr sollt alle loslegen. Okay, gegen Litauen. Das ist nicht so schlimm. Revolte in Mitteleuropa. Also Deutschland hat jetzt hier Litauen den Krieg erklärt. Ich denke mal, da werden sie auch überrennen. Wir müssen da echt aufpassen. So ein paar zivile Fabriken haben wir noch und dann, was wir auch mal machen können, ist für ein bisschen mehr Radarsicht sorgen, gerade hier so an den Grenzen und vor allem hier unten. Man muss das nicht in jedem machen, sondern einfach nur, wenn das hier so drüber ist, dann reicht das eigentlich. So, das müsste erstmal so ein bisschen unsere Grenzen wenigstens abdecken. Und es gibt uns einen übelsten Boost, gerade bei Luftkämpfen. Das sollte eigentlich helfen. So, wann die uns jetzt den Krieg erklären, falls sie es überhaupt machen, ist komplett random. Aber normalerweise, wenn das hier durchgeht, dann merken die, dass wir eine ganz andere Vorstellung haben und greifen normalerweise eigentlich an. Wir sind noch ahead. Was wir jetzt aber machen können, ist hier Field Hospital. Ganz, ganz wichtig. Dafür brauchen wir aber Motorized. Deswegen ich die schon mal einen Auftrag gegeben habe. The Cypriot Uprising. Aha. So, es wäre schon cool, wenn wir die beiden hier noch einnehmen könnten. Wir sind überall ahead. Fleet in Being. Battleship Organization, Heavy Cruiser. Ja, Submarines mag ich nicht. Machen wir das. Wir haben eigentlich eine recht große Flotte. Wenn wir die noch ein bisschen stärker kriegen, ist gar nicht so bad. So, wie sieht's aus hier? Immer noch schön am Training. Ich denke mal, hätten die hier so ein, zwei Einheiten mehr, dann wäre alles im grünen Bereich, aber das müssten wir eigentlich trotzdem schaffen. Zumindest die hier oben müssen durchstoßen können. Die sollten das eigentlich packen, vor allem weil wir auch eigentlich eine ziemlich gute Einheitenstruktur, sage ich mal, haben. Da sind nicht alle super trainiert, aber ansonsten kann man mit denen auf jeden Fall Kriege gewinnen, vor allem die hier, die sind noch gar nicht trainiert. Ja, wir sind schon hier zu 14, das ist schon mal gut. Ich könnte ja nochmal sagen, geh mal hier mit hin. Einfach die noch ein bisschen aufteilen, dass die hier nicht rummeckern. Machen wir die zwei. Wo haben wir hier nur zwei? Hier sind zwei Divisionen nur. Zack. Und irgendwo haben wir hier nur drei. Dann machen wir da noch einen rein. Ups. Falscher Knopf. So, dann sind wir hier überall zu viert.
Great Austrian Empire haben wir. Und da können wir hier auch gleich mal sagen, wir wollen Serbien haben. Ja, machen wir einfach mal. Dann kriegen wir Claims an dem, von dem Land. Falls wir die nicht eh schon haben, weiß ich gar nicht. Muss mal gucken. Okay, die haben kapituliert, das ist egal. Jetzt wird mir aber angezeigt, dass sie hier die Gegner stärker sind. Vielleicht mache ich die doch hier mit rein. Dass wir den erstmal wieder voll kriegen. Weil wie gesagt, ich glaube doch nicht, dass das Polen angreift, wenn es ein Puppet von Germany ist. Das war aber in dem letzten Playthrough nicht so. Boah, die Ukraine ist auch schon groß. Schön, wenn wir die auch noch kriegen könnten. Ich gehe so ein bisschen auch nach Ressourcen, weil hier kriegen wir schön viel Öl. Hier ist nichts. Ich hätte eigentlich hier gern das Aluminium gern. Nur ressourcenmäßig ist eigentlich die Ukraine jetzt nicht so der Burner. Aber Italien. Okay, Low Manpower, da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen. Uns nicht irgendwie überheizen. So. Bei den anderen sieht es so lala aus. Also, aber die können ja nicht überall sein. Industrie Effort. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn sie jetzt irgendwie gleich angreifen. Mal gucken. Gucken, was passiert, wenn wir das eine Event fertig haben. Wir gehen mehr Soft Attacks und Organization. Das sollte klappen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal gleich einen Cut rein. Oh, die stellen sich hier schon mit an den Grenzen mit hin. Sehr interessant. Was wir auch machen könnten, wenn wir merken, es wird zu viel, dass wir uns die hier noch mit in den Krieg mit reinziehen, denn dann würden die hier alle mithelfen. Aber die stellen sich hier auch schon schön hin. Interesting. Und die sind sogar mit Griechenland verbündet. Das heißt, Griechenland würde dann so gesehen auch in den Krieg mit reingehen. Interesting. Low Manpower, die sind jetzt gleich durch. So, ist schon besser geworden hier. Die waren eigentlich hier ganz im Rot. Aber jetzt fehlt denen hier natürlich noch ein bisschen Manpower, aber da kommen gleich welche. Dann kann ich leider auch erstmal nicht weiter trainieren, weil meine Manpower das einfach nicht hergibt. Ups, wir müssen weitermachen. Schlesien. Niederschlesien, Oberschlesien. Okay. Oberschlesien. Oh, da könnten wir so gesehen
einen Krieg gegen Deutschland anzetteln. So, machen wir mal hier Rumänien. Da könnten wir jetzt eigentlich hier... Ach ne, die World Tension muss höher sein. Das ist ja schade. Ja, zumindest haben wir die Claims. Aber hier Oberschlesien und so, das machen wir mal erstmal nicht. Weil mit Deutschland will ich mich auf jeden Fall nicht anlegen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit Italien weiter. Ja, dann macht doch hier 200 draus. Und hier auch. Ups, jetzt habe ich nicht gelesen, was das sein sollte. Okay. Jetzt haben wir auch gleich fertig. Ja, ich denke mal, diese Runde wird es hier nichts mehr mit dem Krieg erklären. 64, jawohl. Aber wir machen dann in der nächsten Runde weiter und hoffentlich nehmen wir dann hier noch die beiden Staaten ein. Ich glaube, zu Griechenland selbst werden wir nicht runterkommen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, Bulgarien findet uns eigentlich zu toll, als dass wir die einnehmen können. Die sind sogar hier mit allen ziemlich schlecht am Stecken. Da müssen wir mal gucken. Dass wir die vielleicht noch als Puppet oder irgendwie kriegen. Guarantee Independence. Create a Faction. Stage a Coup. Brauchen wir nicht. Haben wir hier, wir machen mal Decryption und Encryption. So, dann würde ich erstmal sagen, machen wir hier einen Cut rein. Das hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Wir haben noch auf jeden Fall uns schon mal schön vergrößert. Wir sind fast so groß wie Deutschland. Hier alleine. Aber wie gesagt, die Deutschen haben ja hier überall noch ihre kleinen oder schon etwas größeren Kolonien, sage ich mal. Selbst hier unten. Boah. Oh, die Sowjetunion kommt nicht vorwärts. Oh Gott, die... Ich möchte nicht wissen, wie deren Economy aussieht, wenn die ganze Zeit nur kämpfen. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir in der nächsten Runde weiter und hoffen mal, dass Serbien und hier Kroatien, ich weiß es nicht, Romania, dass die uns den Krieg erklären und wir nochmal ein bisschen mehr Land noch dazu kriegen. Und als nächstes gucken wir uns dann mal Italien an. Es hat mich wieder gefreut. Wenn ihr irgendwie Tipps und Tricks habt, immer ruhig rein in die Kommentare. Und immer schön liken. Und dann sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Runde von Hearts of Iron. Bis dann, tschüss.